und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe mal wieder einen neuen Mod für euch. Das heißt, wir sind wieder mit der Julia unterwegs. Wir verbinden jetzt das Nützliche mit dem gewollten, ach, keine Ahnung, ist auch wurscht. Also, ich wollte euch heute noch einen weiteren Mod vorstellen, wenn das denn funktioniert, beziehungsweise dann morgen. Dafür brauchen wir aber einen Scania-Händler. Und um den Scania-Händler zu erreichen, fahren wir jetzt nach Hannover. Wir sind in Kiel. Und dazu nutzen wir den Mod, den ich jetzt drin habe. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn ich habe mir mal dieses Büsslein hier geholt. Digital Bus MX. Das Volvo 9800. Ich wusste gar nicht, dass Volvo Busse baut. Aber dieser sieht erstmal relativ nice aus, muss man mal sagen. Das heißt, der Fahrer ist im Grunde genommen komplett abgeschottet. Cooles Ding. Ich will mal sehen, ob wir reinkommen irgendwie. So, wo sind wir denn? Hier sind wir. Ja, wir gehen mal ruhig langsam. Müssen es ja nicht übertreiben. Also ich finde ihn so sehr schick, hat so ein bisschen das Telekom-Design, aber was soll's. So, wir gehen mal rein in den Bus. Hier ist im Moment noch alles aus. So, was auffällt, erstmal habe ich noch nie gesehen, ein Bus, der hier echt eine Tür hat im Grunde genommen. Es sitzen Passagiere drin. Er stemmt seine Beine hartnäckig in die Verkleidung, sie auch. Aha. Guten Tag, die Damen. Sollten sich ein bisschen weiter nach hinten setzen, dann funktioniert das besser. Okay. Ja, das heißt, wir machen auch gleich eine Leerfahrt. Wir nehmen jetzt nicht irgendwelche Frachten mit oder so. Ja, ist sehr sonnig, da kann man eine Sonnenbrille aufsetzen. Hust. So. Hier haben wir dann die Toiletten. Auch für die Caballeros und einmal für die Exclusivo Damas. Das heißt, Damen-Herren-Toiletten hier getrennt. Da kann man rausgucken, ist ein Loch. Aber offensichtlich hat die Brüllschüsseln irgendjemand geklaut. Wie dem auch sei, wir fahren nach Hannover, 248 Kilometer, nee, 243 haben wir da vor uns. Was mir hier so ein bisschen auffällt, ist, dass diese A-Säule ziemlich, ziemlich breit ist. Das heißt, die, ja, man kann nicht wirklich gut gucken eigentlich. Wir starten das Fahrzeug und wir können uns hier echt nur auf die, in dem Sinne nur auf die Spiegel verlassen, ne? Ich habe übrigens den Wintermod erstmal wieder rausgenommen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht schuld an den Grafikfehlern ist. Weil ihr seht, manchmal bei der Ampel jetzt war es zum Beispiel gerade so, diese komischen Dreiecke. Ich will das mal richtig hinsetzen. Ich sitze total falsch und daher fährt sich es auch schlecht. So, Hannover, nicht sonderlich weit. Da werden wir dann den Scania-Händler aufdecken. Und wenn ich das gemacht habe, dann gibt es dann am morgigen Tag eine Folge mit einem anderen Mod. Und wir werden auch mit diesem Bus mal wieder fahren. Also ich finde den eigentlich größer. Eigentlich ganz nice. Das war jetzt knapp. Er hat ultra saubere Scheiben. Diese Spiegelung da vorne, das ist schon heftig, ja. Unübersichtlich wie Sau. Auf aller. Jetzt haben wir was kaputt gefahren an dem schönen neuen Bus. Egal. Ist ja nicht ist wohl unser Bus. Okay, come on. Dadurch, dass wir keine Fracht an Bord haben, kann es uns egal sein.
so ein bisschen blöd, die Spiegel sind recht hoch. Schönes Fahrzeug, aber auf jeden Fall sehr, sehr unübersichtlich. Mach dich weg hier. Da sind wir jetzt aber knallhart gewesen, ne? Du bist hier noch Audi-like. Also diese Spiegelungen sind vielleicht ein bisschen extrem. Was war das für ein Kreuz? Maschen? Berlin-Bremen. Kassel-Hannover. Wir bleiben natürlich in Fahrtrichtung Hannover-Waldbord. Ist ein Scania-Händler. Den brauchen wir für unseren nächsten Mod. Bin sehr gespannt, vor allem, ob der läuft oder ob es wieder ein alter, ausgegrabener ist. Oder ein total hässlicher. Haben wir auch schon gehabt in der Vergangenheit. Mehr sage ich dazu erstmal nicht. Fangen wir mal langsamer. Hier gab es doch so verschiedene Kameras, die man nehmen konnte. Das ist die 9. Das ist cool. Hier die 8. Da hat es ein bisschen gehangen, aber. Naja. Ja, die Spiegelungen sind echt irritierend, aber nun gut. 90 Kilometer noch vor uns, sind aber da doch schon geschafft hier. Ich mag ihn, aber wie gesagt, die A-Säule ist bei diesem Bus, liebe Designer, da können die Modder nichts für, das sind die Designer. Die ist einfach ein Stück zu breit. Also sehr, sehr unübersichtlich. Man hat wirklich nur die Aussicht im Grunde genommen nach vorne. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn man Eye-Tracker. Nee, das ist einfach. Mein Handy spielt gerade wieder verrückt. Es sind viele coole Busse unterwegs. Wo kommen die alle her? Ich habe keinen zusätzlichen Mod drin, deswegen ist auch so wenig Verkehr hier. Stammen die mit von der Pro-Mods oder werden die jetzt hier mit einem dieser Bus-Mods mit eingeschleppt? Wie, ich soll drehen? Ich habe eine Abfahrt verpasst, Leute. Wir sind jetzt aber mal böse. Wir halten uns nicht an die Verkehrsregeln.
dadurch, dass wir keine Bußgelder bekommen, kannst du uns die Gehaltseinnahmen natürlich im realen Leben nicht nachmachen. Wir sind hier jetzt also völlig falsch. Vor allem auf der falschen Seite. Vielleicht haut das hin, wenn wir den Standstreifen benutzen. Dass da nichts weiter passiert. Hier müssen wir jetzt in diese Richtung. Oh ja, da können wir unseren Fehler ja korrigieren, wa? Ja, was machen wir hier bloß? Das kommt davon, wenn man nicht aufs Navi guckt. So. Fast schon wieder richtig hier. Wir fahren hier raus. Ah, oh, dieses. Ja. Lang und steif. Der Bus. So fährt man zu weit auf der rechten Seite, dann touchiert man mit dem Hintern die Leitplanke. So sieht's aus. Fahrräder. Guck mal, wir sind schneller als du. Muss einfach nur Gas geben. Das ist dann auf der rechten Seite. Rechts das kleine Ding. Und zugegeben, ich fahre etwas chaotisch. Dürfen wir gar nicht rein. Zu spät gesehen. Also ich weiß, es ist ja, es ist früh am Morgen. Hör auf zu hupen, du Nase, Mann. Ich darf gleich noch arbeiten gehen und noch einen Test schreiben. Ist das alle kompliziert hier heute Morgen? Bisschen holprig war das jetzt gerade. Das liegt aber an meiner Unkonzentration. Ich habe meinen Kaffee hier noch nicht weg und da bin ich noch nicht richtig wach. Aber ich wollte zum Scania-Händler. Normalerweise würdet ihr hier gar nicht mitkriegen, wie ich hier so durch die Gegend jogge, aber ich habe mir gedacht, das könnte man ausnutzen, um gleichzeitig auch natürlich mir diesen Bus vorzustellen. Wäre natürlich auch nice, Busse zu haben und dann Passagiere zu fahren. Ei, der aus. So, hätten wir jetzt aber mal euer Kofferraum kaputt. Wieso habt ihr eigentlich BP? Nicht H wie Hannover? Das ist wohl noch grün. So, und hier haben wir unseren Scania-Händler. Da fahren wir jetzt auf den Hof. Lassen das Ganze noch mal von außen auf uns wirken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal und sage ciao, ciao.